3,4 kW, 3400 Watt, Voll-LED, 80 Kilometer Reichweite, ein Anzug, wo selbst der Salvatore, der ja italienische Wurzeln hat, sagt, damit würdest du auch in Rom eine richtig gute Figur machen. 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Es gibt natürlich keinen Knopf, wo man sie schneller machen kann oder darf. Das ist natürlich totverboten. Und Hauptständer, er hat hydraulische Scheibenbremsen, die komplett da sind. Er hat eine kleine Sissi-Bar hinten dran. Und das Teil, du hast dich draufgesetzt, zusammengebaut, draufgesetzt und hast gesagt, du hast so ein Grinsen gehabt. Das ist die stärkste Maschine, die du hattest bisher? Das ist die stärkste. Du hast ja auch schon gesehen. Ich bin jetzt gerade die 5 Meter gefahren. Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Genau, wenn du nochmal zurückgehst und nochmal ganz kurz fährst. Wir sind ja hier eindeutig auf Privatgelände in deinem Laden. Ich hole mal ganz kurz hier den Roller ein bisschen nach hinten. Hast du ein bisschen mehr Platz? Auf die Plätze, fertig, los! Geht gar nicht, oder? Direkt da, das macht Spaß. So, Full LED. Das Ganze hat also Doppelscheinwerfer hier vorne. Du hast hinten LED-Licht mit drin. Du hast LED-Blinker, mach mal an. Blinker. Kurz mal blinken. Die sind da. Und natürlich ein LCD-Tacho, einen riesengroßen, den du auch bei, ich sag mal, Sonnenlicht, praller Sonne extrem gut ablesen kannst. Das sieht man auf jeden Fall bei praller Sonne, ja. Besser wie ein TFT, also der LCD ist da wirklich die Ablesbarkeit unglaublich gut. Ja, da hatten wir ja schon einige Modelle auch vorgestellt, wo wir gesagt haben... Eingeschränkt. Eingeschränkt, ja, auf jeden Fall. Aber hier gut, so 59%. Ja, du bist ziemlich happy mit dem Teil, es ist nicht ganz billig, was kostet es? 2.999 Euro. Also 2.999, du hast keinen Verbrennermotor mehr hier, da ist ein Heckmotor drin, der Motor nimmt das ganze Rad ein, so groß ist der, aber ihr dürft euch da nicht von, ich sag mal, betören lassen. Die Motoren haben richtig Power und ja, es ist, du hast noch Raum. Ich habe hier noch Raum, natürlich. Hier können wir noch einen zweiten Akku reinmachen. Also ich zeige den jetzt mal gerade, wo der eine sitzt. Da bist du sprachlos, gell? Da geht noch ein zweiter rein. Da geht noch ein zweiter rein. Okay, Preis von zweiten? Sind wir auch bei 899 Euro. 899, so, das heißt, die kann ich parallel oder stecke ich die um? Die kannst du umstecken. Parallel kannst du die nicht schalten. Das ist praktisch wie Reserve. Das Reservehähnchen damals ist der eine Akku leer, dann steckst du einfach einen zweiten Akku um, dauert ein paar Sekunden. Das hier ist wahrscheinlich dann der Anschluss dazu da. Du kannst sie von außen laden? Ja, richtig, die kann man ganz normal von außen laden. Der ist direkt hier vorne unterm Sitz. Die Ladebuchse. Die Ladebuchse, genau. Okay. Man kann ihn aber auch rausnehmen. Also wenn ich jetzt nur drin lade. Ganz leicht rauszunehmen. Zeig mal bitte. Einmal, dass die Leute, die jetzt keine Garage haben, die können ihn einfach hier das Teil abmachen, rausziehen. Leute, die ja, ich sag mal, täglich so 10, 15 Kilometer zur Arbeit fahren, die müssen den ja auch nicht täglich laden, sondern das heißt, du kannst damit mehrere Tage fahren, ohne aufzuladen. Sicher, natürlich. Also wenn die sich im Umkreis von 5, 10 Kilometer befinden, dann können die ja ein paar Tage damit fahren. 80 Kilometer Reichweite, je nachdem, wie man fährt, kommt man sogar ein bisschen weiter, ne? Ja, Tipp von dir ist aber, wenn man ihn lagert, mal nicht benutzt, runterfahren auf 80% und noch weniger, ungefähr die Hälfte, das ist perfekt, oder? Das ist perfekt und dann können wir hier auch noch die komplette Sicherung ausschalten. So, der hat eine Hauptsicherung. Der hat eine Hauptsicherung. Dann zieht er auch nichts mehr. Richtig. Gut, aber dann bitte nicht ganz voll abstellen, auch nicht ganz leer, sondern ungefähr halb voll laden, oder? Genau. Oder man macht da halt eben auch so einen Trainer dran. Ne? Das gibt's halt eben. Das gibt's auch, ja. Okay, dass die also nicht kaputt gehen. Denn das, die größte Gefahr ist, den mal so ein halbes Jahr vollgeladen stehen lassen. Der sollte einmal im Monat sollte er, glaube ich, auf- und abgeladen werden. Das wäre perfekt, sagen wir es mal so. Das wäre gut. So sieht halt eben auch der Akku, dass da eine Bewegung ist. Ne? Was auch ziemlich cool ist, mein Handy hat das. Ist er nämlich dauerhaft angeschlossen, geht es automatisch auf 80%. Mein MacBook mittlerweile auch. Das heißt also, ist er fest am Stromnetz, wird der Akku nicht mehr ganz aufgeladen. Er wird nur auf 80% geladen, weil die wissen, okay, der ist jetzt fest am Stromnetz. Also es gibt so Pflegehinweise, die erzählst du den Leuten aber. Das heißt, wer das wissen möchte und das wollen ja die Leute wissen. Natürlich, das sage ich denen auch beim abgewickelten Kauf, wie die das Ganze halt eben zu handhaben haben. So. Du bist Fachhändler, das heißt, auf das Ganze gibt es 2 Jahre Garantie. Auf die Batterie wie lange? Da haben wir auch Herstellergarantie von 2 Jahren. Das ist so. Das heißt, ich habe das Sorglos-Paket. Kann, wenn hier irgendein Problem sein sollte, mich an dich wenden. Ich habe jetzt hier bricht mir was ab. Ich bin hingefallen, das Ding ist umgefallen, irgendwas geht kaputt, du kannst alles besorgen. Deswegen sind wir hier. Gut. Ja, das ist wirklich ein tolles Gerät. Wenn du nochmal bitte zusammenbaust, dass man mal sieht, wie schnell das geht.
So gemein, wenn ich sowas sage, aber es geht, oder? Ach Quatsch, das ist ja schnell. Hat man gar nicht vor, wird reingesteckt und dann kommt noch so war's das ja schon, die Ladungssicherung drumherum, einmal kurz. Ja, ich habe die jetzt gerade eben verloren. Die ist reingerutscht. Ist nicht so schlimm, wissen wir. Aber, so, Deckel drauf. Das ist das Problem. Da ist er. So, Deckel drauf. Und den Rest. Sehe ich schnell. So, sehr gut. Ja, 2.999 Euro. Hat es eine Alarmanlage? Die hat eine Alarmanlage, ganz genau. Zeig mal. Heißt, die wird scharf gemacht? Sogar. Sind die Batterien schon drin? Ja, gute Frage. Moment. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht benutzt. Noch gar nicht aktiviert. Ist ganz neu reingekommen, muss man fairerweise sagen. Ja, habe ich letztes Mal reinbekommen. Selbst im Schlüssel geht es gerade nicht. So, es liegt wahrscheinlich daran, dass die Hauptsicherung draußen ist. Achso, das könnten natürlich einfach mal die nicht mehr reingemacht haben. Dankeschön. Schock. Funktioniert das auch wieder, ne? Ja, danke. Also ich habe auch vieles, ja? Ja. So, die Hauptsicherung ist natürlich unter einem abgeschlossenen Fach, richtig? Das ist richtig. So, jetzt habe ich dich eben nochmal bekommen. Heißt, wenn die Hauptsicherung aus ist, geht dann nicht. Dann geht er nicht, ne. So, sehr schön. So, mach mal scharf, Alarmanlage. Alarmanlage scharf, also mach mal den erstmal aus und mach die scharf. So, und da ist so, wenn du das Ding bewegst und ich sag mal ein bisschen... Und man kann... Achso, du kannst nicht mehr wegrollen, das ist dann weg. Genau. Okay, sehr schön. Ja, fix und fertig. Natürlich Dämpfer hinten vorne, ein echtes Powerpaket, 3,4 kW. Wir sind bei E-Moser, das Ganze ist neu in Homburg an der Saar. Leute kommen mittlerweile aus ganz Deutschland zu dir, viele Camper kommen, denn du hast viele Fahrzeuge vorrätig, bietest auch den Service dafür. Allein der Zusammenbau, sagst du zu mir, wenn die kommen, das ist ein halber Tag, ist weg mit Einstellung, Justage. Die kommen in riesigen Stahlgefäßen zu dir. Also ich sag mal, Leute, die sowas vielleicht online ein bisschen günstiger sehen, du musst sie erstmal zusammenbauen und dann also ist natürlich... Die Leute, die sind überrascht, wenn die solche Sachen halt eben im Internet kaufen, was da für ein Riesenpaket kommt. Ja? Und unter diesem Paket ist dann dieser Stahlverschlag. Unter diesem Stahlverschlag ist dann halt eben der Roller und der muss ja dann im Prinzip noch eingestellt werden, beziehungsweise aufgebaut. Ne? Allein hier das Stahlgerüst zu entsorgen, ist natürlich auch schon Spaß, wenn du dann da bist. Genau. Ich habe gerade mal hier den mal kurz zerlegt. Aber das ist wirklich ein Ding, Farben, nur grün oder gibt es andere? Nee, den habe ich gewählt in grün genommen, wegen meinen Farben. Hat es mir super gut gefallen, aber den gibt es auch noch in Orange. Gibt es in Orange noch? Genau. Also richtig auffällige Farben. Und wenn einem die Farben nicht gefallen, du hast auch einen Tipp, man kann es überfolieren. Und zwar, ich sag mal relativ schnell, könnte man ihn auch komplett schwarz machen oder weiß oder und so weiter. Einfach nur an dich wenden. Also wenn einer das haben möchte, dann geht das auf jeden Fall. Ja. Öffnungszeiten, du bist mittwochs geschlossen, wir filmen heute mittwochs. Ja, ganz genau. Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr. 10. Außer samstags von 10 bis 14 Uhr. Also montags, dienstags, donnerstags, freitags 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr. Man findet dich in Homburg an der Saar, nämlich gegenüber vom Wirtshaus Homburger Hof. Da ist es, Parkplätze sind vor der Tür. Hier draußen gucke ich mal kurz drauf und wir pushen dich jetzt mal so ein bisschen, denn du bist erst Unternehmer seit Mai, richtig? Seit Mai 2021, richtig. Warst mal damals in der Speditionslogistik und hast da ausgeholfen und hast dann den Giovanni Ferraro kennengelernt und dann habt ihr euch gesagt, Mensch, mach du doch Elektromobilität, ich mach die Verbrenner. Ein paar Verbrenner hast du auch noch hier? Nee, den Giovanni, den habe ich nicht erst kennengelernt, wir kennen uns schon Jahrzehnte. Seit 100 Jahren. Jahrzehnte, genau. Oh, sehr schön, also. Richtig. Aber der Rest stimmt. Ja. Der Rest stimmt. Genau. Und er hat dann dich quasi überredet, hat gesagt, hey, gib deinen Job auf, spring in die Selbstständigkeit. Und du hast es bereut? Das jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es niemals bereut. Keinen Tag. Ich bereue nichts. So, und jetzt machen wir ein bisschen Werbung für dich, dass die Leute auch mal herkommen. Ich zeige auch mal was ganz Tolles. Das ist eine Special Edition, haben wir ein eigenes Video drüber gemacht. Du hast einen Chopper umgebaut zur Bopper. Und das ist auch 45 km/h, Lithium-Technik, kostet 3.400 Euro für alle Leute, die mal ein bisschen aufhalten wollen. Aber es fährt auch richtig gut, oder? Das fährt auch richtig gut. Da hat man richtig Spaß damit. Ja, tschüss Salvatore und alles Gute für dich. Tschüss, Sven. E-Moser in Homburg. Ciao, ciao.